Hallo zusammen, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mark. Heute machen wir mal eine ganz normale Deko-Folge, wie es auch manchmal so sein soll und muss. Und auch Hausausbau-Folge, nennt man das so? Da brauchen wir Marble with Large Den, kennt ihr ja. Ich nehme auch nochmal normalen Marble mit. Müssen wir jetzt eigentlich noch mehr haben? Oh, auch nicht schlecht, was wir hier jetzt drin haben. Marble, Konduitfassaden, hier war normales Marble. 306.000 Marble. Ich glaube, die sind auch nicht alle in der Deep Storage Unit drin. Da muss ich, glaube ich, mal was anschließen, um die da reinzuführen. Und ich habe meine Chisel nicht bei. Chisel. Da haben wir die Chisel. Ah ja, genau, ich wollte noch was Schönes bauen. Und zwar, ich habe das mal getestet. Die sind nicht so serverlastig wegen den Partikeln. Die sind halt mehr clientlastig. Also wenn er jetzt was war das? Wenn ihr jetzt nicht so ein Oberbabbo-PC habt, dann würde ich die vielleicht nicht so empfehlen. Außer ihr macht die Partikel aus, dann sind die aber witzlos. Und ich habe keine Ahnung, wie viel ich brauche. Ich mache jetzt einfach mal 20. Nochmal. Bäm. Dann brauchen wir auf jeden Fall Carpenter. Weil ich hatte so voll die coole Idee. Ob die nachher cool aussieht, werden wir sehen. Dann brauchen wir noch die Basalt-Bricks. Oh, ich sehe gerade, davon brauchen wir auf jeden Fall noch mal ein paar mehr. Das sollte reichen. Und wir brauchen noch, boah, wie heißen die Ventilatoren? Die Ventilatoren, wovon ich auch... Gute Idee, ich gehe einfach hin und gucke mir die an. Technical Block. Da war auch relativ häufig, nicht häufig, aber ein paar Mal kam schon die Frage auf, was sind das für Blocks? Aber die sind auch gechiselt. Und zwar chiselt man dann einfach einen Technical Block. Und zwar so einen. Und dann, wenn man den... Achso, ich glaube, ich brauche da hier diese... Oh mein Gott, diese Blocks. Ich habe das mal hier so angeschlossen, damit die sich alle mal in die Deep Storage Unit verdünnisieren. Weil irgendwie war davon auch noch richtig viel im System drin. Alles klar, 32 direkt. Cool. Und die haben auch was richtig Gutes. Ich hoffe, das passt genau mit dem Reaktor. Das ist halt immer schwierig, weil die haben halt so ein festgelegtes Schema. Schemata. Warte, wir machen jetzt erstmal Marble with a Large Stint. Ich weiß gar nicht, müsste mal zählen, wie oft ich das schon gesagt habe. Oder lasst es lieber. Ich will keinen solch eine Aufgabe geben. So, es gibt nämlich einen großen Van. Und sogar kaputte Vans gibt es auch. Nein, ich wollte davon ein... Egal. Die. Da müssen wir echt mal gucken, ob das wirklich genau da drauf passt. Das wäre nämlich perfekt. Das wäre nämlich perfekt. Komm schon bitte. Nein, natürlich nicht. Ich weiß nicht, wie man die gut verschieben kann. Aber ihr seht schon, was sie darstellen soll, den hätte ich ganz gerne in der Mitte jetzt gehabt. Also hier so. Nur, es funktioniert leider nicht. Schade. Aber ich bin auch schon so ein bisschen lebensmüde, ne? Wenn ich den Reaktor schräg auf... abhaue hier mit den Steinen, dann ist der offen, ne? Dann ist das natürlich nicht so gut. So. Und was natürlich auch noch ganz geil wäre, wäre wirklich mal eine Fernbedienung. Ich laufe so oft hoch und runter. Oder oben dann im E-Terminal. ME-Terminal, genau, richtig. Glowstones. Haben wir noch 14 Stück, könnten reichen. Ich weiß aber auch nicht, ob man die irgendwie umchiseln kann, aber ich glaube nicht, ne? Wie manche Sachen ja einfach gar nicht so zusammen sind. Also passen so richtig. Ich glaube, es wird gleich einmal rum, oder? Ja, da war der Hauptblock. Und da ist der... Oh, schade. Ich hätte ihn, wie gesagt, ganz gerne in der Mitte gehabt. Aber leider nicht. Leider funktioniert es nicht. Okay, machen wir das andere, was ich vorhatte. Und zwar wollte ich hier ganz gerne diese Technical Blocks dran haben. Thank you.
So. Einer zu viel. Damit der Reaktor zwar, also man soll den zwar sehen, dass der so rausguckt, aber dass er irgendwie anders aussieht, als man jetzt so einen Reaktor gewohnt ist. Deswegen ist das hier eigentlich, glaube ich, ganz cool. Muss natürlich nur gucken, dass ich das hier mit den Glowstones einigermaßen hinkriege. Weil hier vereist natürlich auch alles in der Range. So. Guck. Und jetzt kommen da noch die Carpenter-Blöcke drauf. Das war das auch so zulaufen, kleine Mitte. Oder man macht das erst zu und lässt dann zulaufen. Nee. Lieber nicht. Ich glaube, auf den Blöcken, da kommt auch kein, sehr gut. Kein Schnee drauf, weil die halt schräg sind. Cool. Und jetzt sind wir gleich einmal rum. Ich möchte auch immer solche Baufolgen dabei haben. Ich möchte, erkläre ich glaube ich jedes Mal, ich möchte nicht nur Maschinen und irgendwelchen anderen Kram nebeneinander stehen haben. Ich möchte, wenn schon, irgendwie eine coole Hütte haben, wo halt auch Zimmer drin sind, wo jetzt auch bald DecoCraft reinkommt, hoffentlich. Dann machen Veni und ich noch den Chaos-Drang. Und ich muss mir natürlich immer noch was einfallen lassen wegen den Likes, weil ihr habt ja gesehen, wenn man euch nett darum bittet und das Ganze erklärt, dann klappt das wunderbar. Aber ich möchte natürlich auch, dass da irgendwo mal so ein dynamisches Alleine-Bewerten drin ist. Vielleicht auch so eine Einblendung, die dann hier unten hochkommt irgendwo und sagt, ja, bewertet schon. Ich sage auch immer, ihr sollt richtig rumbewerten. Also wenn es euch nicht gefällt, Daumen nach unten. Reinschreiben, warum es euch nicht gefallen hat, weil Kritik ist immer ganz gut. Du Hurensohn, Daumen nach unten ist keine Kritik. Sage ich schon mal vornherein schon mal. Und dann weiß man auch, was man besser machen kann, wo man ansetzen kann, ey. Und dann geht's los. Ich glaube, das sieht jetzt... Hä? Lol, was habe ich da reingedrückt? Ich könnte jetzt auch den Hammer nehmen, aber das ist ja langweilig. Gerade überlegt, ob ich nicht einfach diese Ventilatorblöcke da auch noch reindrücken kann. Lol, wie geil ist das denn? Wie geil ist das denn? Da hole ich doch gerne mal meinen Hammer aus meiner... Das war dumm. Das war auch dumm. Ich glaube, ich muss Shift gedrückt halten. Jetzt drehe ich die ganze Zeit das Ding hier, ey. Was mache ich denn? Okay, gute Idee gehabt. Oh. Okay, was ist denn da los? Okay, weg damit. Aber mit den schrägen Ventilatoren ist auch irgendwie cool. Weil ich nur gerade, ob ich die da hin mache. Ja, ne? Da ist gut. Da ist gut. Muss mir, glaube ich, nur noch ein paar mehr machen. Genau, Shift links klickt mit dem Hammer, holt man die Texturen da wieder raus. Schon manchmal so ein bisschen schwer. Der ist auch ein bisschen langgezogen jetzt, ne? So nach oben. Hey, ich brauche neue Technikblöcke. Das machen wir mal den dazu. Und die machen wir auch dazu. Pass auf. Hui. Jetzt haben wir hier gleich nur den Reaktor. Die Reaktorkühlung fertig. Obwohl, ist ja nur optisch irgendwas, was irgendwie ein bisschen cool aussieht. So. Hier in der Mitte hätte ich jetzt gerne den großen Lüfter gehabt, aber das funktioniert ja nicht. Deswegen müssen wir... Ich glaube, wenn ich das so mache, dann habe ich danach wieder Schnee drauf, ne? Ich hoffe nicht. Obwohl, so ist gar nicht so geil. Ihr seht schon, ich bin sehr einfach zufriedenzustellen. So. Nur für so ein Designelement, was auf dem Dach ist.
Aber mir macht es halt Spaß, Design-Elemente zu machen, so. Gerade auch bei den Modpacks, da sind so viele verschiedene Sachen drin, die kennen wir gar nicht alle. Kann natürlich einiges an Modpacks machen, Dankeschön. Also einige Mods durchprügeln, von wegen Technik und so ein Kram, aber es gibt auch so viele schöne Design-Sachen, die man machen kann. Und das sieht doch schon mal ausgezeichnet aus. Und hier hätte ich jetzt gerne den großen Ventilator drin gehabt, aber der ist halt versetzt, deswegen funktioniert das Ganze nicht. Und Technical Blocks, die von oben irgendwie anders aussehen. Mal gucken. Nur kaputte oder solche Lampen. Transparente Technical Blocks gehen auch noch. Nee, leider nicht. Deswegen nehmen wir weiterhin diese rauchenden Blöcke. Und 1, 2, 3, 4. An den Kern muss ich ja eh nicht dran. Aber ich finde es sehr, sehr geil. Auch wenn man jetzt vielleicht diese Lüfter, wenn es ein bisschen viele Lüfter sind, aber sieht auf jeden Fall cool aus. Es sieht aus wie so eine Kühlung und dann halt das, wenn, dass das, dass der Qualm da so rauskommt. Ist auf jeden Fall wieder cool. So, macht auf jeden Fall neugierig zum Gucken. So, der Schornstein steht. Und jetzt geht es ein bisschen an die Raumaufteilung dran. Ich weiß ehrlich gesagt noch gar nicht, wo ich hier welchen Raum baue. Ich hätte ganz gerne, meine Nase juckt. Oh, ha. Irgendwie so Badezimmer, dann so ein Essraum. Den Essraum kann ich am liebsten hier hinbauen. Dass man den quasi auch so von draußen sieht, wenn man hier oben herfliegt. Kann natürlich auch neben den Reaktor sein, ist ja sowas von Latte. Dabei fällt mir ein, soll ich da lieber erst den Tisch bauen oder aber erst. Boah, das ist voll schwer. Wir machen mal Deco-Craft an. Dann sehen wir ungefähr, was wir so haben. Ja, wo ist denn Deko? Hier sind so viele Mods drin, wovon ich noch gar keine Ahnung habe. Aber kommt. Graviation Suit. Ne, warte, wo sind wir denn hier? Mikroblocks nicht. Deko. A, B. Bibliocraft brauchen wir auf jeden Fall auch. Carpenter. Da, mein Gott, hat das jetzt gedauert. Hat das gedauert, ey. Oh Mann, ruckelt. Keine Rückmeldung. Ich drücke. Oh. Oh, Glück gehabt. Man kann sogar ein Kinderzimmer bauen, wie cool. Ich glaube, da mache ich mir unten im Labor so ein Kinderzimmer mit ganz vielen Kindern drin. Das so gut ist, weiß ich nicht. Es gibt auf jeden Fall schöne Tische und schöne Stühle. Eckbänke. Und ich würde sagen, ich mache so einen Dreiertisch. Mit Stühlen an jeder Seite. Also mal angenommen, man fängt dann. Das ist erstmal Tischdummy. Fängt hier mit dem Tisch an. Dann hat man hier die Stühle. Hier hat man frei. Und hier hätte ich ganz gerne noch irgendwie Deko-Craft. Das heißt, ich würde hier die Wand machen. Und müsste dann natürlich auch hier die Wand machen. Boden und alles wird natürlich alles noch angepasst. Gehen wir jetzt erstmal nur grob um die Raumaufteilung. Kann man dann vielleicht hier noch trennen? Ja, man kann ja auch hier so eine Trennwand reinmachen, ne? Ich meine. Lol, was war das denn jetzt für ein Move? Boah, Alter. Guck einfach so nach oben oder oben Loch rein. Voll gut. Obwohl das Auge ist ja mit. Wir machen hier eine Trennung rein. Und hier. Dann hat man im Grunde eine Linie, die sich so durch das Haus zieht. Also ohne Witz, ich hätte Architekt werden sollen. Ich wollte früher mal, ja, Architekt war ich zu dumm für. Bauzeichner wurde mir dann geraten. Einfach Zeichnungen machen, weil ich früher auch für Zelda und so diese ganzen Karten gemalt habe. Den kann ich jetzt leider nicht mehr oben reindrücken. Das ist total blöd. Achtet mal drauf. Verstehe ich nicht. Und bevor ich den da drin lasse und vergesse, nehme ich den lieber raus und schmeiß den weg.
Tschüss. So. Dann hat man hier so die Trennung drin. Von diesen Raum. Obwohl, nee, warte. Das sieht da total blöd aus. Weißt du, hast hier so einen abgehackten Mini-Raum hier in der Ecke. Okay, ich weiß gerade nicht. Ich habe gerade ein Brett vorm Kopf. Hier so durch ist ein bisschen. Obwohl, guck mal, da endet genau da hinten, ne? Ne, gar nicht so. Okay, nicht ganz genau. Egal, passt schon. So, dann kommt hier. Ich mache jetzt mal die Wand hier fertig. Müssen natürlich überall noch Beleuchtungselemente rein, Regale. Ich glaube, ich mache hier den Esstisch und dahinter mache ich durch so eine Theke getrennt die Küche. Das wäre, glaube ich, richtig cool. Genau hier so her. Der bald Innenarchitekt. Nein, Quatsch. Ich glaube, dafür reicht es noch nicht. Ich glaube, da muss man noch studieren, kann das sein? Oder kann man sich einfach so InDesigner nennen und dann ist man das? So, also hier ist so der Essbereich. Den möchte ich auch von außen sehr gut sichtbar haben, damit es halt sehr pornös aussieht. Und dann könnte man hier vielleicht... Ne, warte mal, hier nicht. Sondern hier vielleicht. Die Küchendurchreiche machen. Dass man hier die Küche aufbaut und dann hier zum Essbereich so die Sachen hat. Den lassen wir mal offen. Wir haben jetzt offene Raumaufteilung, dann ist der halt hier trotzdem drin, was soll's. Tisch ist klar, der kommt hier hin. Da hinten muss noch der Boden gemacht werden, dass da halt diese dunkleren Blöcke sind. Genauso wie hier auch. Also man kommt dann hier hoch, kann dann hier in die offene Küche rein, die natürlich hier auch noch eine Wand hat. Überlege ich gerade, wie weit. Da fehlt so ein bisschen dieser Mod, den war, ich weiß gar nicht, wo der war, aber den hatten wir, ich glaube, im S4. Attack of the B-Team, wo man dann auch solche richtigen Küchenschränke hatte. Dann Freezer und also alles im Grunde richtig gut, Abzugshaube. Da hat man ja sogar einen Computer, wo man bei eBay was bestellen kann. So, dann kann man hier dran vorbeilaufen. Dann kann hier das Badezimmer. So, warte mal. Küche, Essbereich da. Den hier machen wir einen kleiner. Eventuell kann man hier auch nachher mit diesen Carpenter-Blöcken arbeiten. Ja, ist eigentlich ganz cool. Haben wir ja hier auch. Ja. Dann kann man hier so eine Art Durchgang bauen. Wie weit muss ich denn hier offen lassen? Ja, eigentlich schon ganz. Dachte so wie ein Kopfstoß und sowas. Aber passt schon. Hier muss dann halt so ein Geländer dran. Aber hier kann dann echt, glaube ich, das Badezimmer hin. Da hätte ich schon so ein bisschen Bock drauf. Also so ein Fenster brauche ich nicht unbedingt im Badezimmer. Zumindest hier nicht. Ich habe ja kein Milchglas. Oder gibt es hier Milchglas? Auf Knopfdruck Milchglas. Milchglas, das wäre gut. Gibt es ja echt, das ist echt gut. Also hier ist ein Badezimmer. Obwohl am Anfang ist ja noch der Spawnbereich für irgendwelche Viecher. Weil es halt sehr, sehr dunkel ist. So. Und da ist ja die Frage, soll ich jetzt die Schräge da dran lassen? Weil jetzt habe ich natürlich so eine lange Mauer. Oder macht die Schräge komplett? Wie verhält die sich denn? Natürlich einzeln. Oh, das ist ärgerlich. Schade, ich mach's erstmal wieder weg. Kann man die eigentlich noch chiseln, diese schwarzen Basaltdinger? Natürlich nicht. Marble kann man chiseln. Damit kann man eventuell nochmal hier so ein paar Dark Creeper Marble. Ornate Panel. Ja, das Schöne ist, dadurch, dass wir quasi auch wie im
Wie in S1, also nicht in S1, sondern in meiner Single-Welt auch immer doppelten Boden hatten, konnte man halt anderen Bodenbelag nehmen als Wandbelag. Och nee, ich dachte, kommt zusammen. Aber hier kommt auf jeden Fall noch cooler Boden rein fürs Bad. So, Küchenbereich, Essbereich. Hier hinten kann man eventuell so eine Art Wohnbereich machen. Fernseher gibt es da, glaube ich, auch. Dann wäre das ja quasi so ein Raum, wo man sich ganz gerne mal aufhält. Glaube ich. Muss nur gucken, dass ich hier noch so ein ME-Terminal irgendwo hinkriege. Vielleicht machen wir das auch zuerst, so ein ME-Terminal da oben. Müssen nur mal gucken, wo. Weil wir müssen ja durch irgendeine Wand. Hier so, zum Beispiel. Wo kommen wir denn hier raus? Nein, aber auch. Warte mal, das ist eine Lampe. Ne, das ist eine Lampe. Okay. Dann nehmen wir diese ME-Large-Dance-Kabel von Ender.io und dann kann man damit durch die Wand. Perfekt, da ist der Anschluss. Dann gehen wir hier hoch. Da muss ich auch nicht mehr so weit runter, ne? Das ist total die gute Idee, wenn ich ehrlich bin. Und machen das dann, würde ich sagen, hier hin. Das gibt ja eine Montage hier, ohne Witz. Da sind wir, da sind wir. Aber habe ich ehrlich gesagt Bock drauf. Dann können wir in der ersten Etage und in der zweiten jeweils einen Monitor machen und dann muss man nicht mehr immer nach unten laufen. Kann man hier dran. Vielleicht macht man hier auch eins, einfach weil es so cool ist. Und ansonsten würde ich sagen, wenn euch der Part gefallen hat, gebt einen Daumen nach oben. Schreibt rein, wie es hier noch aussehen soll, was ich hier noch bauen soll. Und ansonsten bis zum nächsten Part von Minecraft Mark. Tschüss.